Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Und heute fahren wir einen 27 Tonnen schweren Raupenbagger von Stettin in Deutschland rein, beziehungsweise via Deutschland nach Prag. Und das sind ungefähr 508 Kilometer, die wir zurückzulegen haben. Und einiges an Fahrt, beziehungsweise einiges an zu ziehen, was wir zu ziehen haben. Deswegen legen wir mal los, haben noch ein Stückchen vor uns. Wir liefern von der Roadwork Firma von der MHA Pro Map den Raupenbagger zum Steinbruch in Prag. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt da runterkommen und nicht irgendwie hängen bleiben und die Fracht beschädigen. Aber runter ist immer besser als hoch. Von daher sollte das alles so gut wie super laufen. Ich hoffe, ich werde jetzt beim Quatschen nicht das potenzielle Klingeln an der Tür verpassen. Denn ein Teil der Gartenmöbel ist heute schon angekommen. Und der andere Teil nun. Teil 2 ist da, Teil 1 fehlt noch. Das ist wahrscheinlich bei der Roadwork Firma. Wenn natürlich der meiste Teil ist natürlich über Autobahn. Ist natürlich jetzt die Frage, ob diese 27 Tonnen mittlerweile schon zu stark sind, zu schwer zu ziehen sind für unseren LKW. Wir haben schließlich nicht den besten, also wir haben den besten für unser Level, für unsere Erfahrung so gesehen, aber halt noch nicht den besten vom Besten. Glaube ich knapp. Oh Gott. Da haben wir ihn. Ein scheinbar etwas benutzter, zumindest so wie er aussieht. Aber einer aus dem Modpack. Probieren wir einfach nochmal weiter hier. Zu wissen. Ja, vom Prinzip her steht nichts dran. Es sieht. Oder sind das die Bäume? Ne, das sind keine Bäume hier, ne? Das sind die Bäume. Okay. Ich dachte, dass ich benutzt. Auch ist aber nicht. Wir haben keine Rundumleuchte, fangen wir da auf. Nun gut, 509 Kilometer sogar. Dann, wollen wir mal loslegen. Haben wir noch ein bisschen was zu tun, ne? Ist eine kleine Fahrt natürlich noch durch die Stadt wahrscheinlich noch mal durch. Von daher haben wir noch ein bisschen was zu tun. Schon ordentlich über, also ja, wir haben Wärmeabwehr, ne? Belastend. Jetzt fehlen uns da Lampen oben drauf, damit es besser passt. War jetzt natürlich, was das betrifft, ein bisschen blöd, schon so früh auf so eine Fracht zu gehen. Aber gut, nun ist es jetzt leider zu spät, der Auftrag ist angenommen, dann müssen wir halt auch ausliefern. Dann halt ohne Rundumleuchten.
Ach ja, und wir bekommen 15.200 Euro dafür. Für diese etwas kürzere Tour. Länger geht natürlich immer, aber. Ist auch immer irgendwie was Schönes, wenn die alles in einer Folge abliefern können. Denn je mehr, beziehungsweise je weniger geteilte oder geteilte Touren wir so gesehen haben, desto mehr Fortschritt können wir natürlich machen, vollziehen, wie auch immer, haben. Gott, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich merke schon jetzt eine. Ich habe extra früh aufgenommen. Eigentlich hätte ich was anderes vom Prinzip her erst aufnehmen müssen, aber gut. Ich dachte mir, bevor die Sonne ganz rumkommt, aber scheinbar auch das war ein wenig vom Timing zu spät. Dann wollen wir mal auf die Autobahn fahren und dann Richtung Deutschland, wobei das wird ja kein allzu kurzer Weg sein. Meine ich zumindest. Wir sollten in Deutschland, glaube ich, relativ früh sein. Scheinbar schon da vorne, wenn ich das richtig interpretiere. Auf jeden Fall werden wir der Hauptstrecke wird durch Deutschland sein, bevor wir dann. Ich habe den zweitlängsten Teil der Tour halt in Tschechien haben. Ja, man merkt schon, dass es. Mehr, glaube ich, zu ziehen als sonst. Wobei, jetzt immer nicht auch schon mehr mit den ganzen. Mit den ganzen. Wie heißt das mit den Double-Trailern? Haben wir, glaube ich, auch mehr. 35 Tonnen auf alle Fälle. Berlin, beziehungsweise an Berlin vorbei, um es genauer zu formulieren. Aber noch ist es dann nicht ordentlich rum, noch nicht rum genug, um da jetzt irgendwie Vorkehrungen zu treffen, wobei die ersten Vorkehrungen schon getroffen wurden, dass ich OBS etwas größer gemacht habe. Aber gut, die Aufnahmen hätte ich sowieso machen. Also Euro Truck Simulator 2 hätte ich sowieso noch aufnehmen müssen. Da das ganze vorproduzierte Material verarbeitet wurde und nicht weiter vorproduziert wurde, deswegen produziere ich sogar jetzt auch wieder zumindest ein bisschen vor. Soweit, dass ich komplett vorbereitet bin und das in der ich hoffe mal beide Produkte, genau, beide Videos, die ich ihn heute aufnehme, auch über Nacht durchrendere. Beide müsste ich prinzipiell sechs durchrendern, oder? Sechs Videos, fünf Videos. Naja, gar nicht, nee, gar nicht mal vier. Ich will das eine jetzt gleich noch machen, bevor. Ich will hier einen Renner schicken, meine Güte. Ich komme jetzt aber selber ganz durcheinander. Obi. Auch interessant, wie viele verschiedene Straßenbelege, beziehungsweise Straßentexturen wir jetzt in der kurzen Zeit jetzt hier
sehen durften. Rostock, wir bleiben aber weiter. Wir dingsens und links. Meine Güte. Wir halten uns links, das wollte ich sagen. So, auf die A10. Tanken müssen wir auch noch nicht. Und wenn wir tanken müssten, dann machen wir das halt nur notgedrungen während der Tour. Ansonsten idealerweise halt schon zuvor, ohne Trailer hinten drauf. So dass wir gar nicht wirklich stoppen müssen, wenn wir auf der Tour sind, es sei denn, die Tour ist so lang. Oder wir müssen schlafen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber da müssen wir mal gleich gucken, dass wir, falls wir dann auch solche kleinen, schweren Aufträge annehmen, dass wir halt dann auch rundum Leuchten haben. Sollten wir dann mal nach dieser Tour in Prag investieren. Sind ja, glaube ich, nicht, ist ja auch nicht sonderlich viel, wenn man einfach solche zwei Lämpchen oben an so einem Bügel klemmt, hat man, glaube ich, 1000 ausgegeben. Haben wir immer noch 55.000. Um den Dreh zumindest. Und das ist ja auch nicht so wild. Wir brauchen ja 180.000. Um die nächste Investition oder die nächste Großinvestition in Form von einer neuen Garage oder einer Erweiterung. Zu besorgen. Dann gehen wir runter von der A10 und wechseln auf die A13. Jetzt, ich will aber auch hier rumkommen. Warum komme ich ja? Vor allem muss ja wieder auf die Bahn kommen, ne? Weil das ist ja noch das andere. Bleibt es noch dreispurig bei mir? Bleibt die A13 ab hier noch zweispurig? Dreispurig, so, meine Güte. Scheinbar ja, von daher ist es irrelevant gewesen, wir haben auch die 40 Minuten. Schön gemütlich mal wieder. Ich muss schon sagen, der Motor ist nicht allzu laut. Das ist ein bisschen... Weil wir haben natürlich... Motor. Ich weiß gar nicht, wie das bei der neuen Generation ist, ob es da auch schöne und etwas andere Motorsounds gibt. Werden wir dann im Laufe der Zeit sehen.
bleiben wir weiter auf der A13. Nehmen wir die Ausfahrt. 278 Kilometer haben wir noch. Also wir haben rund die Hälfte des Weges geschafft. Raus, ganz vergessen. Dass dann die Aufträge auch bald mehr werden oder besser bezahlt werden, müssen wir mal schauen. Also gut, wir müssen natürlich, wir sind natürlich Level 10 sind wir, ich glaube wir sind kurz vor Level 11, glaube ich, weiß es aber nicht genau. Wir haben noch einiges dann zurückzulegen. Aber wir können ja nicht desto trotz nach dieser Tour, falls ich mich daran erinnere, nachschauen, wie unser Reputation Level ist. Dann gucken wir aber erstmal auf die A4. Weil ich muss mittlerweile jetzt auch schon langsam darauf achten, wann die Folgen rauskommen, wegen des Frühlingssommers, dass ich dann den Frühlingssommer rausnehme. Also ich dann am 6. das. Moment, ich muss echt nochmal gucken. Wobei, das kann ich ja vielleicht sogar nebenbei jetzt nochmal machen. Einfach mal den Kalender öffnen, weil am 26.06., wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, vor allem weil jetzt den Kalender da, ist ja der meteorologische Sommeranfang. Oder zumindest am Anfang, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob ich jetzt nach dem meteorologischen gegangen bin, aber ich glaube schon. 26. am Freitag, okay, das. Das heißt, das wird erst die vierte Folge dementsprechend. Also nicht die vierte Folge, sondern, Moment, das ist jetzt Folge 26 hier. 27, 28, ab Folge 29. Sollte es dann den Frühlingssport nicht mehr geben und dann würden wir auf dem Standardspiel so gesehen spielen. Vermutlich dann auch wieder mit mehr Gewittern und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt im Frühling eher weniger da. Ich gucke da jetzt nochmal nebenbei nochmal nach Sommer. Wir hatten halt SP. Dieses verdammte Handy. Sommeranfang. Wir wollen sogar nächste runter. Sommeranfang 2020, genau. Also wir gehen dementsprechend auch irgendwie nach dem meteorologischen, weil der halt doch schon mehr auf die Flora und Fauna ausgelegt ist als irgendwas anderes.
historischen und kalendarischen Sommer gewinnen. Voilà. Noch ein bisschen runter, komm schon. So, jetzt ist die Frage, okay, das ist nicht fake. Okay, am 20. Juni sogar, okay. 20. Juni um 23.24 Uhr. Was ist das an der astronomischen Sommer gefallen? So habe ich jetzt eigentlich den 26. Kopf. Warum bekomme ich jetzt wieder komplett andere Webseiten vorgeschlagen? Würde nicht verstehen. Gut, wir erreichen Prag. Das ist der 20. Dann muss ich nochmal kurz auf den Kalender gucken, aber ich glaube, es bleibt mit der Folge 29. Im rechten Sinne. Mal 27, Folge 28 sogar schon, okay. Dann halt ab Folge 28. Mal schauen, vielleicht merke ich mir das. Weil wenn ich jetzt 26, 27 aufnehme heute, dann muss ich das halt dann, das heißt muss, dann kann ich das dann direkt hier nach diesen beiden Aufnahmen sogar rausnehmen, dann brauche ich da gar nicht mehr lenken. Und dann können wir auch komplett mit der Central Eastern, sometime. Aber das ist European. Ich meine, es war Eastern. Gut, wir fahren jetzt aber erstmal runter auf Landstraße, wir sind ja schon fast da scheinbar. Wobei, ja gut, so gut wie 92 Kilometer haben wir noch. Über tschechische Landstraßen haben wir es wahrscheinlich. Wir werden halt wie gehabt den Truck je nach Level-Upgrades, die uns möglich sind, den Truck halt jedes Mal weiter, was die Power betrifft, upgraden, damit wir ja, besser gewappnet sind für jede Fracht. Interessante Straßentextur, die wir gerade wieder hatten. Ich muss mich mal daran gewöhnen bei solchen Frachten, wobei da muss ich mich jedes Mal daran erinnern, dass ich ein bisschen weiter rechts fahre. Vor allem bei den weiten Frachten. Schöne Landschaft.
manchmal in Landstraße. Gott. 50. Wie soll man denn da so schnell runter? Liegt das jetzt an der Stadt Most, was auch immer das ist? Oder warum kickt die Festplatte hier gerade wieder so übelst rein? Oder meine Windows wieder hier irgendeinen Scheiß zu machen? Weil die E-Festplatte wurde auch betätigt. Vergessen, ein interessanter Weg, den wir hochfahren. Zum Steinbruch. Ich vermute mal, dass es der Weg zum Steinbruch ist. 12% Steigung. Okay, die Festplatte, wo ist die wieder? Scheinbar war das hier mit Windows. Also beim Berg hier. Wenn es immer wieder 18, dann komme ich weiter hoch. Läuft. Da haben wir ja gleich geschafft. Die Erklimmung des Hügels. Wir erreichen gleich den Steinbruch. Scheinbar ist es der alte Steinbruch, wenn ich es richtig gesehen habe. Mensch, hier sind ja viele. In Prag ist ja doch schon ziemlich viel auch. Ach, in Prag, sage ich schon. In Tschechien ist dann ja auch schon viel bebaut worden. Zur damaligen Zeit. Aber es ist eine coole Strecke, muss ich schon sagen. Schön mit diesem eng, nicht eng. Mal gucken, ob wir auch gleich in einer anderen Stadt irgendwie uns hinlegen als in Prag. Es sind ja doch ein paar kleinere Städte oder Dörfer hier in der Nähe, wo es eventuell möglich wäre, sich hinzulegen. Ich werde mich aber scheuen, vom Steinbruch aus im aktuellen Zustand der Leistung vom LKW hier Frachten anzunehmen. Das ist vielleicht was für später, aber definitiv noch nicht für jetzt. Oder ganz runter? Ganz runter.
muss man natürlich auch hier hinlegen, aber wenn wir hier keine Frachtanlagen werden, ist das halt wiederum irrelevant. Das heißt, wäre es unnötig. Ja, also es ist super geparkt, dann würde ich sagen, liefern wir ab. Ausgezeichnet, Raupenbagger Vollenstädti nach Prag geliefert. Gefahrenstrecke 511 Kilometer, Dauer 7 Stunden 16 Minuten, verbrauchter Treibstoff 330 Liter. Wir haben bekommen 15.206 Euro und 819 Erfahrungspunkte, sind mittlerweile Level 11. Gehen dementsprechend auf Just in Time, sprich Dingenlieferung freigeschaltet. Plus 6% höhere Vergütung, Anstieg um 1% für das Abschließen einer wichtigen Fracht. Plus 10% höhere Vergütung für das Abschließen einer dringenden Fracht. Und plus 30% Erfahrungsbonus für das Abschließen einer dringenden Fracht. Dann schauen wir mal auf der Weltkarte, wo wir uns hier gerade befinden, wo hier ein Startplatz ist, mit gegebenenfalls einer Werkstatt. Gucken wir hier in Most und Chamutov, aber hier scheint nichts zu sein. Dann geht es halt nach Prag. Die 90 Kilometer, diesmal über die andere Strecke. Beziehungsweise wartet. Wir gucken erstmal, ob sich. Wobei ja doch wegen hier, ne, wegen solchen Dingen. Wollte ich jetzt ja machen. Da gibt nichts Neues, was den Motor betrifft, aber da bekommen wir trotzdem. Fahren wir trotzdem in Wegen. Ihr wisst schon. Den wollen wir mal. Anderthalb Stunden noch nach Prag fahren. Schauen, was der so für interessante Sachen sorgt. Auf alle Fälle ist er nicht der schnellste. Aber zumindest nicht ganz so kurvenreich bisher. Oh, da lädt's nach. Ich würde aber auch echt nicht mehr im Bus langfahren wollen. Wobei wäre auch lustig. Lustig und challenge-mäßig. Dann haben wir auch gleich den entschleunigsten Teil der Strecke nach Prag, glaube ich, wieder hinter uns.
Wunderbar. Dann die 60 Kilometer schaffen wir jetzt mit links, auch mit 80 Kilometer pro Stunde. Dann haben wir das 0,6 hinter uns. Oh, noch ein Bahnübergang. Nice. Jetzt sind wir scheinbar gerade mit der anderen Route umgangen. Wo diese Bahn immer ging, fahre ich denn? Wobei. 60 kann man diesen ja auch noch nehmen. Da gibt es unterschiedliche. Es gibt noch einen zweiten Bahnübergang. Und wir müssen das erste Mal halten. Das ist aber so ungewohnt, dass ich das nicht hinbekommen habe. Okay, ja, leider nur kurze Züge. Aber gut. Länger wäre immer besser. Weit über deine Straße und wir sind ja schon fast da. Wir müssten gleich die Skyline sehen. Da haben wir sie. Da hebt sich so langsam. Ich glaube, wir müssen nochmal fast quer durch die Stadt durch, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Oh, wir müssen ja hier hin. Ah. Ist zu spät. Aber so wild war es nun auch wieder nicht. Oh krass, hier fahren sie rüber. Das ist nice. Und nochmal so eine Animation, dass die auch hier rüberfahren. Finde ich super. Oh. So weit das so eingestellt, dass sie rüberfahren können. Gott, diese Bremsen. Habe ich irgendwie alles zur Erinnerung? Ist gut jetzt. Muss die Scheißstadt mittlerweile lange geladen haben. Meine Güte. Ist das auch sonst nicht so, oder?
Wir sind bei 10% gewesen, dann reparieren wir mal den LKW. Einen Unfall gehabt, rüsten dann nochmal auf. Gut, wir könnten auch vom Fahrwerk nochmal höher gehen. Besten Mod haben wir, gut Getriebe, das ist. Also die Frage, was davon besser wäre. Aber wir wollen uns ums Zubehör kümmern. Was haben wir denn hier? Keine Leuchten. Hä? Haben wir hier, hier vorne haben wir die, hier oben haben wir wahrscheinlich dann so eine normale Rundumleuchte, na jawohl. Noch solche anderen Sachen freigeschaltet. Ah, nee. Nee, nee. Ich dachte, wir hätten eins freigeschaltet, wo das quasi hier hängen würde und nicht da und das. Ah. Nö, dann müssen wir halt drauf verzichten. Ja gut, den weiteren Rest, den anderen Mal. Lassen wir es dabei. Und hauen uns aufs Ohr. Ah, nice. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Von euch war es die Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Und im anderen Video hier auf dem Kanal. Macht das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.